So, hallo und herzlich willkommen zurück zur Kabelseite Beef hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Runde angespielt. Nachdem wir am Anfang des Jahres einfach mal einen Livestream gestartet haben mit dem schönen hier Sea of Thieves, habe ich mir gedacht, so, ja, ist nicht so gut gelaufen. Ne? Wir waren eine schöne Truppe und das erste, was wir gerammt haben, war die Schnitterinsel, wo man die Geschenke abgeben konnte. Und dann sind wir gesunken. Und danach die Fahrt war, ja, auch ziemlich anstrengend, eigentlich. Deswegen habe ich mir gedacht, heute zeige ich euch einfach mal aus dem Spiel die Jungfernfahrt. Weil ich habe ja, Martin hat mir gesagt so, ey du, da gibt es etwas, so ein Tutorial quasi und dafür gibt es sogar einen Erfolg. Und ich habe mir gedacht so, ja das kannst du doch auch mal aufzeichnen, um den Leuten mal zu zeigen, was überhaupt Sea of Thieves ist. Erst recht, weil ich auch öfter schon die Frage bekommen habe, was ist das eigentlich? Ist das ein Massive Play Online Piratenspiel? Ist man nur auf Schiffen? Was ist der Unterschied zwischen den anderen Spielen, zum Beispiel das Ubisoft Piratenschiff, wo ich den Namen jetzt hier unten einblende, weil ich habe den Namen vergessen. Das passiert momentan auch leider öfters. Aber ist ja nicht schlimm. Ne, ihr seht schon meinen gut gekleideten Piraten. Genau, Segel setzen. Genau, ohne Mikrofon, nur Jungfernfahrt. Das Schöne ist jetzt, seit dem letzten Update kann man jetzt auch endlich mal sagen, so, ich möchte nur mit Leuten spielen, die halt einen Controller benutzen. Oder halt an der Xbox sitzen. Ich glaube, nur an der Xbox sitzen und dann halt auch gemischt. Das heißt auch mit PC-Leuten, die ich gerne bei mir habe, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass sie mich mit einem Scharfschützengewehr locker wegballern können. Naja, ist Ansichtssache. Das Spiel hat halt ein paar Macken. Erst recht dieses Crossplay. Wie gesagt, ich bin halt. Ich komme leider aus dem Lager der Consoleros und da ist halt einfach das Problem. Die PC-Leute sind halt einfach in Shootern besser, weil mit Maus und Tastatur kannst du halt immer noch besser schießen als mit einem handelsüblichen Controller. Deswegen bin ich auch immer eigentlich einer derjenigen, die sagen, wenn Halo für PC und Xbox rauskommt, ja, dann höre ich auf, Halo zu spielen. Bin ich auch immer noch der Meinung, deswegen habe ich ja jetzt einfach mal die Hoffnung, dass da auch die, auch wenn es möglich ist, dass man beide Lager zusammen spielen lassen kann, dass man trotzdem sagt, so, man möchte gerne die Option haben, dass man nur da spielt. Oder halt auch nur da spielt. Ne, so nach Motto, ich möchte gerne mit Leuten spielen, die das gleiche Equipment haben. Oder ich möchte mit Leuten spielen, die eh over the top sind. Na, und ich versuche jetzt gerade ein bisschen den Bildschirm zu über den Ladebildschirm gut zu überbrücken, was ich auch bisher gut schaffe. Damit wir jetzt hier auch direkt loslegen können. Naja, Scrollingrad. Das erste Mal gespielt auf der Gamescom 2016, 17, 18 kam es raus. Na, und seitdem wird es bei Microsoft Stand auch immer wieder angeboten, dass man es dort spielen kann. Mit dementsprechenden Rewards oder dementsprechenden Auszeichnungen, Gewinnspielen und weiß der Teufel. Es ist halt immer noch ein gutes Spiel und eigentlich auch ein guter Schritt für Rare, wieder zurückzukommen. Ne? Erst recht, weil man dachte, ja, Grandpa's Bad Goalies ist der erste Titel für die Xbox und dann. Na gut. Okay. Gut, den gedrückt halt. Na gut, das ist quasi ein Tutorial. Ja gut, erstmal eine Banane essen. Tasty. You look better already. Maybe even strong enough to reach the Sea of Thieves. Really? Don't look so surprised. These days they call me the Pirate Lord. But back when I discovered this place, I was just a bold explorer like you. I dreamt of finding uncharted waters filled with treasures and rife with danger, where every sunrise brought a new adventure. You've been brave to make it this far. Not many do. Now you've one last crossing to make. You'll want some trusty steel at your side, though. There's a sword in those trees whose owner doesn't seem to need it anymore. Das Entermesser. Ach, ich habe kein Entermesser bei mir. Ja gut, okay. Also es ist eigentlich schon echt gut gemacht. Warum kam das direkt nicht am Anfang so raus? So, zack. Ah. Darfst du direkt kämpfen. Boah, Gott sei Dank gibt es sowas in der Realität nicht. So. Verstaut, Entermesser. Sprich mit dem Piraten dort am Strand. Okay, dann ist das. Also es ist wirklich eine Stück für Stück Tutorial, wobei ich dann auch sagen muss, wurde auch mal Zeit. Gerade für die Leute, die echt keinen blassen Schimmer haben. Und dann auch leider in diesen
absoluten Multiplayer-Titeln dann wirklich dann auch allein gelassen werden. Vielleicht hole ich mir ja auch den einen oder anderen Tipp ab. So, ach so. There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a Naja, love ist of nicht other mein people's Messer. money. Naja. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long lost treasures. And raising a Bin gerade überlegen, ob ich mich irgendwo hinsetzen kann. When you Ah, live to da. tell the Sitz. tale. Schupp, darum. For all that, you'll need the right equipment. You can start by taking this old shovel. Okay. Alright, nehmen wir mal die Schaufel. I stowed a few belongings around here back in the day. The map will show you the way. Okay, verstauen wir die Schaufel. Ah, schön. Eine Karte und. Oh, die Ka Das ist ja cool. Das ist eine komplett eigene Insel mit dem Tutorial. Das ist cool. Zup, stecken wir mal ein. Hallo Hühner. Die Hühner kann man übrigens auch abschlachten, dann kriegt man Hühnerbeulen und die kann man dann braten. Auch ein Feature, was sie, glaube ich, zum Anniversary rausgebracht haben. Genauso wie die verschiedenste Anzahl von Früchten. So, Karte hochhalten. Da hinten. Da, wo die rote Blume ist, da muss ich gleich die Schaufel rauskramen. Ey, guck mal, ich habe kaum Equipment. Und graben. Hallo Truhe. Oh Gott, die ist ja noch älter als die normalen Truhen des Seefahrers. Heiliger Witz. Also, das haben die schon gut gemacht. So, und jetzt? Okay. Aber die Insel ist komplett neu. Gut, okay, hat man den Ladebildschirm gesehen in den letzten Zeiten. Das ist auch cool. Du lädst einmal das Spiel und fertig. Keine Ladezeiten. Dafür hast du halt eine riesige Welt. Und das Wasser, muss man immer noch sagen, das hat Rare drauf. So, abgeben. Ja, lass mal gucken. Warum haust du mit einem Stab drauf? Da ist so ein Schloss vor, du Nase. Ach, guck mal. Die Ausrüstung eines alten Seemanns. Nehme ich doch mal glatt. Habe ich sie jetzt? Da. Ich habe die Pistole erhalten. Da ist sie. Tada. She'll serve you well out there. Okay. Kann ich hier das Rad noch benutzen? Wie gesagt, drinne ist wie gesagt der Kompass, den ja, typischer Kompass, ein Eimer um Wasser oder Kotze zu verteilen, eine Laterne für dunkle Situationen, Fernglas und hier oben haben wir dann auch halt dementsprechend Nahrungsmittel zum Heilen oder auch zum Verkaufen, Kugeln und Bretter. So. Achso, ich soll schon was auswählen. Achso, ich habe ja noch mehr. Wait, we have more. Also, nochmal den Lautsprecher. Der selten bei uns zum Einsatz kommt, weil wir halt immer in der Party quatschen. Wenn man aber außerhalb ist, kann man darüber halt über eine etwas größere Distanz mit anderen Leuten reden. Der Banjo, Musikinstrument. Eine Uhr, wichtig für Handelsmissionen. Dann haben wir noch die alte Klampfe, die echt... Ja gut, ist halt so. I'll be here when you're ready to leave. Achso, du redest nicht mehr. Okay, dann erzähle ich mal weiter. Also, noch eine Angel, das kam auch in ein Update dazu. Seitdem kann man in Sea of Thieves auch Fische angeln und die dann auch dementsprechend abgeben für den Ruf des... der Ruf der Wildnis oder so. Eine Trommel, den guten Grogbecher. Erstmal einen Schluck nehmen. Und dann natürlich... das berühmteste Instrument der Piraten. Na gut, und das ist mein Schiff. Ich sehe jetzt schon, dass der Mast kaputt ist. Toll. Na, ist ja nicht schlimm. Haben sie auch irgendwann eingefügt, genauso wie Brandbomben. Als ich den Scheiß ausgedacht habe, weiß ich auch nicht. So, da sind wir. Steuerrad. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Der wartet da hinten jetzt immer noch auf uns. Und oh. Ja, ein bisschen Wasser ist drin. Jetzt ist nur die Frage, sollte ich da? Ja, zur Not mache ich einen Schnitt.
So, ich hätte noch mit ihm sprechen müssen. Allow me to show you the path. Ja. Wow. The shroud is beginning to part, but you have one more task before your journey continues. Okay. You may be ready to sail, but your ship still needs repairs. Go and tend to her wounds. Zurück zum Schiff. So, wieder auf dem Schiff. Erstmal den Mast irgendwie wieder in Ordnung kriegen. Der sieht, das ist, also wie gesagt, haben eine geile Physik irgendwann reingemacht. Das Problem ist nur, seitdem ist es nicht mehr so schön, die Schießpulverfässer auf den Mast drauf zu packen. Gelernte Piraten ballern nämlich ab jetzt schon permanent auf den Mast, was natürlich ziemlich kacke ist. So. Okay. Okay, nehmen wir Holz aus dem Fass. Ei. Bäh. Nasse Füße. Ne, das sind Früchte. Da sind Bretter. Genau, 3 Stück an der Zahl muss man. Damit der optimal repariert ist. 1. Und ich meine, der dritte kommt hier unten. Nein. Ah, da oben. Na, bei jedem Schiff ist es leider anders. Also, es sind auch, glaube ich, immer 3 pro Mast. Aber ich bin mir da, wie gesagt, auch nicht sicher. Okay, sollen wir den Eimer nehmen? Ei. Eimer nehmen. Na, und seitdem es Feuer gibt, kann ich, wie gesagt, mir das Wasser vom Schiff wegschütten oder mir über die Binde geben. Was natürlich kontraproduktiv jetzt war. Aber das war's wieder auf dem Schiff. So, weg mit dir. So, Spill natürlich. Was natürlich an Einmast natürlich wesentlich einfacher ist. Gott sei Dank. Aber das Spiel ist ja schon dafür ausgelegt, dass man mindestens mit einer weiteren Person daddelt. So. Segel setzen. Und es ist gut beschrieben. Jetzt kann ich halt steuern. Auf zum Horizont. Da zeige ich doch glatt mit dem Finger drauf. Moment. Da. Da ist das Ziel. Da. Das ist ein schönes Thumbnail. Wo segel ich eigentlich lang? Ein Gewitter zieht auf. Also ich bin auch definitiv nicht mehr auf der Karte, wo ich glaube ich eigentlich sein sollte. Ne, guck mal. Das ist wie gesagt eine komplette Tutorial-Karte. Hier ist sonst nichts. Ist auch gut so. Weil wenn hier dann dementsprechend noch Leute auf die Idee kommen, PvP zu machen, kriegt man ja die Krise. Ist natürlich jetzt super, wir haben jetzt natürlich auch noch super Lüftchen hier. Sonst sind wir ja immer die Gegenwindpiraten. Auch ein geiler Name. Gegenwindpiraten. Wir haben immer Gegenwind. Ja, aber haben sie schon geil gemacht. Also, da haben sie ein Schiff einfach mal ins Wasser platziert. Hier auf der Seite ebenso. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was wir in diesem Tutorial lernen. Wobei, Lampen anzuhaben ist auch ein bisschen amateurhaft. Aber so kann dich ja jeder in der Umgebung halt auch sehen. Ist manchmal besser, wenn man einfach die Lampen ausmacht. Zack. Aus, aus. Wie man sieht, ich habe jetzt keinen Wind mehr. Ich kann jetzt ein bisschen nachrichten. Die Musik hat sich geändert.
Oh, hi. Ist er weg? Ja, da ist er. Mist! Ich habe mal in einem Twitter-Video gesehen, dass sich jemand an den Hai angedockt hat und dann vom Hai mitgezogen worden ist. Aber ich glaube, im Tutorial haben sie das rausgenommen. Naja, sollte vielleicht nur zur Abschreckung dienen. Dass es halt Haie gibt und Tintenfische und Skelettschiffe. Und wahrscheinlich noch andere Gefahren. Nachrichten, Gas geben. Ach, hi. Da ballern wir doch drauf. Wahrscheinlich treffe ich kein einziges Mal. Muss auch gucken, wo ich hin. Schipper. Na komm schon, lass dich treffen. Getroffen, aber die machen halbwärts. Ich nehme mal ein paar Knochenkugeln mit. Heidewitzka, was geht denn hier ab? Darf ich vorstellen? Octopussy. Ich kann nicht schießen, aber ich bin froh, dass der mich jetzt nicht runterzieht. Oh. Gut geskriptet. Erstmal alles gezeigt, was es so gibt. Einen Oktopus muss ich auch zugeben. Den habe ich bisher nur einmal geschlagen mit Aya und Martin. Sonst noch nie. Irgendwie kriege ich gerade Durst. Den Schreck. Erstmal ein Saufen. So. Okay, dafür gibt es eine echte Folge. Ach du Scheibenkleister. Ein versunkenes Schiff. Ach, das war's schon. Oh, ist aber. Um ganz ehrlich zu sein, ist aber ein nettes Tutorial, um zumindest die Grundsachen zu machen. Was mir halt ein bisschen fehlt, ist jetzt hier noch ein bisschen Kanonenschießen üben, dass es da vielleicht da noch so ein Szenario gibt, wo man das noch ein bisschen üben kann. Aber sonst ist das doch nett. Keine Ahnung, warum da jetzt mehr steht. Ab und zu hat sie auf jeden Fall seine Problemchen. Aber da hat mal Rare mal was gebastelt und wie gesagt, die supporten es immer noch, nach über einem Jahr. Und ich denke mal, da werden wir noch öfters was von sehen. Na? Von Sea of Thieves. Aber das Tutorial, ja, ist ein bisschen mager. Man kriegt einen groben Eindruck für die ganz groben Anfänger, aber ich bin jetzt davon ausgegangen, ich kann jetzt irgendwie meine Skills etwas verbessern, aber nö, nö. Aber zumindest ein guter Einblick in das Spiel selbst. Gucken, was jetzt passiert. Nein, komm direkt in den Ladebildschirm. Ja, wie gesagt, das war das kurze Tutorial. Ich habe leider echt gedacht, da kommt ein bisschen mehr raus, aber ist nicht schlimm. Dann habt ihr zumindest einen kleinen Einblick, wie das Spiel sein kann. Wie gesagt, das Spiel gibt es entweder so wie ich als Retail für, ich glaube momentan, schmalen Taler von 30 Flocken. Sonst blende ich es ein, wie momentan der aktuelle Preis ist. Und sonst, wer einen Game Pass besitzt, hat das Spiel eh wahrscheinlich schon runtergeladen, weil es war eines der ersten First-Party-Titel, die es neu für den Game Pass gab. Deswegen war es gerade zum Release, Anfang des Spiels, das Spiel auch wirklich hoch gelobt, bis man dann festgestellt hat, okay, ich bin jetzt Legende. Kommt jetzt noch was? Nö. Das haben sie jetzt nach und nach über die Jahre
haben sie neue Sachen hinzugefügt, wie Story-Missionen. Neben den Truhen und diesen Totenschädel-Gedöns haben sie jetzt da noch weitere Handelsmissionen reingepackt, weil ganz ehrlich, Handelsmissionen sind der größte Scheiß. Wie gesagt, neue Feinde reingepackt. Es gab langer Zeit erstmal den Hai noch gar nicht, gab es nur den Tintenfisch. Dann kamen sie irgendwann einen Hai reingepatcht, die Skelettpiraten. Man muss sich grundsätzlich vor allem fürchten, irgendwann gab es mal ein Event, da haben sie die Skelettkrieger stärker gemacht. Wo dann die Bewohner der einzelnen Stützpunkte dann dementsprechend irgend so einen Marterfall angebetet haben. Also das Spiel, also wie gesagt, die Leute hinter Sea of Thieves, die stecken viel, viel Kraft, Motivation und Engagement rein. Es ist unfassbar, ein perfektes Beispiel für ein Game as a Service. Ja. Und mit der Bombensensation würde ich jetzt einfach mal sagen, verabschiede mich von euch. Wie gesagt, wenn es mal wieder kommen sollte, dass ich auf die Idee komme, mit euch zu segeln, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auf Twitch zuzuschalten und wenn ein Platz frei ist, natürlich auch mit zu segeln. Ne? Mit Martin ist es immer lustig, es ist immer katastrophal vorprogrammiert und macht trotzdem Spaß. Auch wenn das manchmal echt peinlich ist. Auf einer Insel, eine Insel zu rammen und direkt zu sinken. Naja. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns dann quasi im nächsten Video. Haut rein. Ciao.